Bevor Gosho Aoyama Detective Conan zu einem der größten und beliebtesten Krimi-Mangas sowie Animes machte, studierte er Kunst auf Lehramt, verbrachte eine lange Zeit in Armut und musste sich letztlich ohne Unterstützung durchsetzen. Was noch in Goshos Leben vor dem Erfolg von Detective Conan geschah, seht ihr nach dem Intro. Gosho Aoyama wurde am 21. Juni 1963 in Hokkoi in der Präfektur Tottori in Japan geboren. Bereits in frühen Kindertagen besaß er eine künstlerische Neigung. Er zeichnete liebend gern Bilder und Mangas. In seiner Jugend bemalte er sogar seine Schulbücher mit Daumenkinos und Doodles. Und obwohl seine Eltern oftmals mit ihm aufgrund seiner großen Manga-Leidenschaft geschimpft haben, kaufte sein Vater ihm irgendwann seinen allerersten Manga. Laut seinen Eltern schrieb Gosho sogar, in der Zukunft werde ich ein großer Manga-Künstler werden, in die Abschlusssammelschrift seiner Grundschule. Selbst erinnert er sich aber nicht daran. Einige Jahre später in seiner College-Zeit las er viele Mangas und zeichnete selbst fleißig an seinen eigenen Entwürfen. Doch ohne seinen Traum weiter zu verfolgen, ging er schließlich an die Universität und fand sich selbst bereits mit der Idee ab, dass er eines Tages Kunstlehrer werden würde. Die ersten Jahre studierte er fleißig an der Universität. Glücklicherweise lernte er aber im vierten Studienjahr den Studenten Yutaka Abe kennen, welcher bereits ein Manga-Künstler war. Dieser animierte Gosho zur Einreichung eines seiner Werke. Dieses nicht einmal vollständige Werk erhielt eine ehrenvolle Erwähnung in der Shonen-Zeitschrift. Mit diesem ersten Erfolgserlebnis war ein großer Schritt auf seinem langen Weg getan. Überglücklich erzählte Gosho seinen Eltern nun, dass er nach dem Abschluss Manga-Künstler werden würde. Doch seine Eltern widersetzten sich dieser Entscheidung, weil sie dachten, dass es im Gegensatz zu einem Kunstlehrer eine instabile Arbeit wäre. Doch trotz der Entscheidung seiner Eltern verfolgte Gosho sein Ziel. Jedoch erstmal nur passiv, er studierte nämlich weiter und dies wahrscheinlich auch, um seine Eltern milde zu stimmen. Als Gosho nun endlich sein Studium abgeschlossen hatte, freute er sich nun auf die Arbeit, doch nun begann die wirklich harte Zeit für ihn. Er fand keine Festeinstellung und musste sich mit Teilzeitjobs rumschlagen. Er ernährte sich sogar 5 Tage die Woche vom fleischlosen Curry. Letztlich versorgten ihn sogar seine Eltern mit Reis, da er nicht mal genügend Geld dafür hatte. In dieser schweren Zeit erinnerte sich Gosho an die Shonen-Zeitschrift, in welcher er noch zu seiner Studienzeit eine lobenswerte Erwähnung für eines seiner Werke erhielt. Gosho bewarb sich also nun bei dieser Zeitschrift um eine tatsächliche Festeinstellung als Manga-Künstler. Der Herausgeber sah das Ganze aber etwas anders und sagte dazu nur: "Ich persönlich mag deine Kunst, aber du wirst wahrscheinlich bald deinen Stil ändern müssen. Also wird es wahrscheinlich besser für dich sein, wenn du direkt woanders hingehst." Nach dieser nicht sehr schönen Nachricht machte Gosho auf eigene Faust weiter und es zeigte Erfolg. Er gewann den Newcomer-Preis der Shonen Sonntag mit der Kurzgeschichte Wait For Me. Anschließend arbeitete er sogar für diese Zeitschrift und nutzte seine neu erworbene Freizeit, um Videospiele zu spielen. Als Gosho aber anfing, an dem Manuskript für Magic Kaito zu arbeiten, kümmerte sich der Chefredakteur nicht darum. Doch er bot Gosho an, ihn ernst zu nehmen, wenn Magic Kaito in Bänden rauskommen würde und 100.000 Exemplare verkaufen würde. Womit der Chefredakteur aber nicht rechnete, ist, dass die Zahl schnell überschritten wurde und Gosho wurde letztlich ernst genommen. Da Gosho in seiner Redaktion nun immer mehr und mehr Vertrauen genoss, begann er etwas später den profitablen Yaiba am wöchentlichen Shonen-Sonntag zu veröffentlichen. Finanziell und psychologisch gesehen stabilisierte sich Goshos Lebensstil dadurch sehr. Einige Jahre später kam dann eins zum anderen und durch den enormen Erfolg von Yaiba fragte Aoyamas Redakteur ihn nach einem geheimnisvollen und spannenden Manga. 2 Wochen später war es soweit und das Konzept für Detective Conan war entwickelt. Bewusst brach Gosho mit seinem neuen Werk die alten Konventionen und erzählte eine spannende Krimi-Geschichte à la Sherlock Holmes, gemischt mit dem Humor einer Teenager-Liebeskomödie. Er gab seinem kleinen Protagonisten seine markante und viel zu große Brille, wie sie auch Clark Kent, Supermans altes Ego, trug. Nun sollte nur noch der Name auf Bitten des Chefredakteurs geändert werden, da dieser Angst hatte, es könnte mit Future Boy Conan verwechselt werden. Er bevorzugte den Namen Doyle, doch da Gosho bei Conan an eine Laufzeit von 3 Monaten dachte und ihm der Name Conan auch besser gefiel, blieb er bei dem Namen. Und das war's auch schon. Das war die Geschichte von Gosho Aoyama vor seinem Erfolg mit der Conan. Ich hoffe, euch hat das Video an dieser Stelle wirklich gefallen. Es war wieder mal eine Menge Arbeit, das Ganze hier so in dieser Form visuell darzustellen, aber ich hoffe, euch hat das Ganze wirklich Spaß gemacht beim Anschauen. Wenn ihr euch nun noch eine solche Biografie anschauen wollt, schaut hier beim i vorbei, da habe ich meine Biografie
zu Eiichiro Oda, dem Schöpfer von One Piece, verlinkt. Und in der nächsten Zeit kommt auf jeden Fall nochmal eine zu Akira Toriyama, dem Schöpfer von Dragon Ball. Wenn ihr aber mehr Conan haben wollt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, da gibt es mehr als genug Videos. Und wenn ich schon dabei bin, muss ich ein Video hier ankündigen. Denn am 24.02., sofern alles gut geht, kommt ein extrem aufwendiges Video, in welchem es um das Ende von Detective Conan gehen wird. Und ich kann euch an dieser Stelle wirklich versprechen, dass euch das Video wirklich komplett umhauen wird. Und wenn ihr so ein kleines Making-of dazu sehen wollt, schaut auf jeden Fall beim Instagram-Account vorbei. Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen einige Bilder zu der ganzen Sache posten, denn ich werde dazu auch sehr vieles malen. Und ich hoffe, euch wird das ganze Video auf jeden Fall gefallen. In der nächsten Zeit kommen auf jeden Fall noch einige Videos, aber ich würde dann sagen, wenn euch dieser Kanal gefallen hat und das Video, dann würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Aber mal, ciao und bis zum nächsten Mal. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft.